Lieber Karl-Heinz. Lieber Kalle. Ja, lieber Karl-Heinz. Kalle. Karl-Heinz. Lieber Kalle. Ja, lieber Karl-Heinz. Ja, lieber Karl-Heinz, ich wünsche dir alles Gute. Lieber Herr Rummenigge, ich wünsche Ihnen alles, alles Gute zum Geburtstag. Ah, hey Kalle, ich wünsche dir alles Gute, ne? Ich wünsche dir zu deinem 65. alles Gute. Viel Glück, Erfolg, aber vor allem Gesundheit. Viel Freude mit deiner Familie, mit deinen Enkelkindern. Das heißt ja, 65 ist das neue 50. Also insofern trennt uns ja gar nicht so viel. Ich möchte nicht glauben, aber jetzt bist du auch schon 65. Alles Gute, lieber Kalle. Zu deinem 65. möchte ich dir eins wünschen. Das heißt, drehe nicht um. Es tut nicht weh. Feier schön im engsten Kreis, mach es nicht so groß. Weil wenn du alle einladen müsstest, müsstest du die halbe Welt einladen. Das hast du dir auch verdient. Du weißt ja, gute Freunde kann niemand trennen, wie es der Franz schon gesungen hat. Ich hoffe, auch wenn es in diesen schwierigen Corona-Zeiten nicht so einfach ist, aber dass du große Party mit deinen Liebsten haben wirst und viel Spaß haben wirst. Darüber hinaus wünsche ich dir das, was du dir für gerade deine Zeit nach dem FC Bayern wünscht. Alles Gute. Bleib so, wie du bist, und ich hoffe, wir haben noch lange Jahre miteinander zu tun. Bleib dran, gell, Junge. Und ich kann dir, da ich ja ein Jahr älter bin als du, mit auf den Weg geben, es tut nicht weh. Es fällt mir nicht leicht, dir zum 65. zu gratulieren, weil ich ja auch weiß, dass damit verbunden ist, dass du dann irgendwann in absehbarer Zeit aufhörst, aber ich wünsche dir auch für diese Zeit alles, alles Gute und würde mich sehr freuen, wenn du diese Zeit genauso erfolgreich schaffen würdest wie die aktive. Vielen, vielen Dank und ja, bleib gesund. Ciao.